Wir bleiben hier bis 17 Uhr. Eine Stunde etwa. Wir lassen einfach schon mal laufen. Also, hier ist ein junger Mann und ein gestreifter. Hier wollt ihr das machen? Wir müssen die Richtung fahren. Ja, liebe Teilnehmer der Tour der Natur, erstmal herzlich willkommen hier in Angermünde. Ich stelle mich kurz vor, Andreas Schwarz ist mein Name, bin der Regionalbeauftragte vom Fahrgastverband zu Bahn. Freue mich erstmal riesig, dass Sie alle heute hergekommen sind, um für den guten Zweck, um für den Ausbau der maroden Bahnlinie Berlin-Stettin hier ein Zeichen zu setzen am Knotenbahnhof Angermünde. Berlin-Stettin, ehemalige Hauptverkehrsachse, wird im nächsten Jahr 170 Jahre alt. Leider sieht die Bahnstrecke auch so alt aus. Sie ist eingleisig, marode, nicht elektrifiziert. Die Fahrzeit zwischen Berlin und Stettin, zwischen diesen zwei großen Metropolen, beträgt über 2 Stunden. Das ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Wir werden danach hier noch ein bisschen im Detail darauf eingehen. Nun wollen wir aber erstmal unsere Gastgeberin zu Wort kommen lassen, sozusagen. Das ist hier die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Angermünde, Frau Ritter, und ich übergebe mal sozusagen das Mikrofon. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, gestatten Sie mir, dass ich an erster Stelle einmal die Kinder begrüße. Ich bin total überrascht und freue mich natürlich ganz, ganz herzlich darüber, dass so viele Kinder mit dabei sind. Hallo, liebe Kinder, könnt ihr einmal ganz laut rufen, hallo. Ich begrüße euch an erster Stelle hier in Angermünde und natürlich auch Sie, sehr geehrte Damen und Herren, in der schönen Stadt Angermünde. Herzlich willkommen hier auf dem Bahnhofsvorplatz in unserem staatlich anerkannten Erholungsort. Das will ich Ihnen verraten an dieser Stelle. Ganz kurz, vor kurzem die Stadt Angermünde ernannt zum staatlich anerkannten Erholungsort. Ich freue mich, dass hier so eine bunte Vielfalt in Angermünde Treffpunkt macht. Ich habe schon gehört, Sie sind heute auch noch in Terku zu Hause. Und ich will Ihnen noch eine Sache verraten. Im Jahr 1878 fuhr die letzte Postkutsche durch Angermünde. Und das war dann der Grund, dass die eingestellt wurde, die Aktivitäten hier auf diesem Bahnhof. Es gibt mittlerweile stündlich eine gute Anbindung nach Berlin. Ganz, ganz viele Leute aus Angermünde fahren nach Berlin zur Arbeit. Aber auch der wichtige Verkehrsknotenpunkt in Angermünde. Wir sind ganz, ganz stolz, dass wir jetzt in diesem Jahr die Toilette einweihen konnten. Ich weiß nicht, einer oder andere wird es vielleicht in der Diskussion mitbekommen haben, war ein ganz, ganz langwieriges Unterfangen. Aber auch darüber sind wir stolz. Ich wünsche Ihnen hier in Angermünde einen angenehmen Aufenthalt. Vielleicht hat der ein oder andere Zeit, auch nochmal nach Angermünde zu gucken. Wir haben ein sehr, sehr schönes Kloster zum Angucken, einen kleinen Tierpark, sehr, sehr schön für die Kinder. Ja, es gibt wunderschöne Kirchen zum Ansehen und außerdem haben wir auch noch 23 Ortsteile und da sind Sie ganz herzlich eingeladen. Ich übergebe das Wort an den nächsten Redner, Sprecher. Ja, herzlichen Dank, Frau Ritter, für diese Ausführung.
Dankeschön. Ja, ich möchte mal kurz zurückkommen auf die momentane Situation der Bahnlinie Berlin-Stettin. Ich habe gesagt, nächstes Jahr feiert sie ihren 170. Geburtstag, sieht genauso alt aus, wie sie ist. Unser Hauptproblem ist, dass wir haben, es fehlt die Elektrifizierung ab Passow bis Stettin-Gomienze, bis Scheune auf diesen 40 Kilometern und es fehlt das zweite Gleis. Momentan liegt ein Gleis, auf dem man eigentlich Tempo 120 fahren könnte. Wir haben aber dieses Gleis, wurde letztmalig innerhalb der 90er Jahre instand gesetzt, zwischen Schönermark und Schönow auf etwa 11 Kilometern eine Langsamfahrstelle. Da fahren die Züge auf dieser internationalen Eisenbahnverbindung keine 120, sondern nur 50 Stundenkilometer. Wer heute von Berlin in die nächstgelegene Metropole pendeln will, das ist nun mal Stettin mit den Speckgürtel, 600.000 Einwohner, ist im Schnitt 2 Stunden 10 Reisezeit unterwegs. Und wer denkt, er kommt immer um 5:05 vom Berliner Hauptbahnhof nach Stettin, der irrt auch. Sie haben je nach Wochentag lediglich 6 bis 8 Züge, die diese zwei riesengroßen Städte verbinden. Und es sind, das muss man auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen, nur Regionalzüge. Wir hatten mal Fernverkehrszüge von Berlin nach Kaliningrad, nach Königsberg, nach Elgin-Limassuren. Wir hatten ein Intercity zwischen Amsterdam und Stettin und zuletzt ein Eurocity, der Prag mit Stettin angebunden hat. All diese Fernverkehrszüge sind vor die Hunde gegangen, eingestellt wegen dieser schlechten Infrastruktur. Denn man kann ja bekanntlich, die Oberleitung ist wie gesagt kurz hinter Angermünde zu Ende, mit der E-Lok nicht weiterfahren. In Angermünde zwingt immer ein Lokwechsel notwendig, was natürlich das alles teuer macht für die Bahn. Und dann eben die Infrastruktur mit dem kaputten Gleis, das ist eben nicht zeitgemäß. Besonders schwer trifft es natürlich junge Menschen, die gerne hier in der Region im Amtsbereich Garz, Herr Gossmann wird noch was dazu sagen, er ist der Amtsdirektor, gerne wohnen bleiben möchten, auch ihre Elternhäusern behalten, in Berlin zum Pendeln zur Arbeit fahren, sie haben einfach keinen Zugang. Meine Damen und Herren, wenn abends um kurz nach 20 Uhr von Tanto auf meinem Heimatort Richtung Berlin der letzte Zug geht, oder auch kurz nach 20 Uhr in Richtung Stettin, dann ist das einfach unzumutbar. Oder stellen Sie sich auch vor, der letzte Zug von Stettin, von Berlin nach Stettin geht um 20.30 Uhr. Dort steigt man am Hauptbahnhof ein, bis 21.30 Uhr in Angermünde, 22.32 Uhr in Stettin, wenn alles gut geht. Das finden wir auch absolut unzumutbar. Die Arbeitszeiten müssen heutzutage flexibel sein. Die Leute sind in der Gebäudereinigung tätig, im Einzelhandel. Das erfordert Arbeitszeit nochmal bis 22 Uhr. Gerade auch viele seit der Arbeitnehmerfreizügigkeit, Pendler aus Stettin, arbeiten eben in solchen sozialen Berufen, wie eben auch in der Altenpflege. Die wollen nach Hause nach abends um 10 noch, aber es gibt kein Zugangebot. Und das trifft natürlich unsere Region ja auch sehr hart. Was sich inzwischen entwickelt hat, das finden wir gar nicht gut. Das ist ein teilweise illegaler Kleinbusverkehr zwischen Berlin und Stettin. Es fahren am Tag bis zu 120, wenn wir überlegen, 120 Sammeltaxis zwischen Berlin und Stettin, die die Pendler hin und her bringen über die Autobahn, nützt uns hier in der Region natürlich gar nichts. Die Region Garz, auch das Land oder Welse, ist natürlich abgehangen. Die Leute haben keinen Zugang zur Arbeit oder auch die Touristen, gerade mit Fahrrädern, ich denke da an den Oder-Neiße Radwanderweg, kommen eben nicht raus. Die Unterzeichnung des Staatsvertrages zum Ausbau dieser Strecke ist jetzt im Frühjahr dieses Jahres erneut gescheitert. Und warum das so ist und zu den Hintergründen würde ich jetzt das Mikrofon an Sabine Stüber übergeben. Ich freue mich sehr, dass sie heute Zeit gefunden hat, mit ihrem knappen Terminplan heute hier extra nach Angermünde zu kommen. Sie ist die Bundestagsabgeordnete der Linken hier für die Region. Und an dieser Stelle auch nochmal vielleicht einen Applaus für Sie, für Ihr Herzblut, Ihr Engagement für diese Bahnlinie. Und ich stelle der Bundesregierung immer unangenehme Fragen und kriege dann halbwegs lapidare Antworten. Ich habe im vorigen Jahr hatten wir ein Treffen mit Herrn Grube und dann habe ich Herrn Grube gefragt, na, wie sieht es denn aus mit der Strecke? Wir reden immer vom Ausbau der Beziehungen zu unserem Nachbarland und Metropolenstellverbindung. Und dann hat Herr Grube mir gesagt,
Deutschland würde sofort bauen. Dann habe ich nochmal Herrn Ramsauer gefragt und Herr Ramsauer hat gesagt, die Polen wollen nicht. Schlussendlich hatte ich die Nase voll und habe einen Brief an den polnischen Verkehrsminister geschrieben. Da war die Antwort, dass sie sofort alles in ihrer Macht tun würden, das Geld hätten, diese Strecke zu bauen, zu sanieren. Aber Deutschland habe gesagt, nicht vor 2020. Und da haben sie ihnen ein Angebot gemacht, wie wäre es denn mit dem Jahre 2016? Und da hat Herr Ramsauer gesagt, da müssen wir nochmal überlegen, aber im Endeffekt ist es besser, wir lassen uns auf gar keinen Termin ein. Und ich denke, die brauchen einfach Druck von unten und deswegen finde ich schön, dass Sie hier als Radlerinnen und Radler hier Station machen und sagen, wir müssen uns anders mobil bewegen, zu Fuß, Fahrrad und mit dem Zug. Und es ist wichtig, dass wir eine Metropolenanbindung nach Stettin haben. Dankeschön. Die Tour der Natur macht jetzt mal eine kleine musikalische Einlage. Ja, wie gesagt, es gibt eine kurze musikalische Einlage und danach kommen dann auch noch die anderen Redner zu Wort. Wir haben unter anderem noch Herrn Zierke hier vom Tourismusverband, wie gesagt, und auch Herrn Gotzmann als Amtsdirektor. Aber jetzt erstmal Bühne frei für unsere kleine musikalische Darbietung sozusagen.
für diese auflockernde, nette musikalische Einlage. Wir haben natürlich noch weitere Redner hier. Ich habe es vorhin schon angekündigt, an der Bahnlinie an der Münde-Stettin im Abschnitt gibt es auch zwei Amtsbereiche. Es gibt den Amtsbereich Oder-Welse und es gibt den Amtsbereich Garz-Oder, zu dem auch die Gemeinde Tantow gehört, in der ich lebe, oder die Gemeinde Asepo, auch der Haltepunkt Petershagen mit dieser Gemeinde. Und hier ist heute auch Frank Rossmann, er ist der Amtsdirektor, auch sehr engagiert seit Jahren für diese Bahnlinie. Und er wird uns jetzt noch aus seiner Sicht über die lokale Bedeutung dieser Bahnlinie und sein Engagement noch einige Worte sagen. Vielleicht einen kleinen Applaus erstmal. Ja, recht herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir sind hier an der Stettiner Bahn und wie der Name das schon vermuten lässt, verbindet die Stettiner Bahn Berlin und Stettin und die dazwischenliegende Region, wozu auch das Amt Graz gehört. Die Eisenbahnlinie wurde 1843 eröffnet und aufgrund der großen Verkehrsaufkommens und der großen Nachfrage war sie am 1. August 1870 schon zweigleisig befahrbar. Allein dieser Umstand macht für mich eigentlich schon sehr deutlich, welche enorme Bedeutung diese Eisenbahnlinie für die Region hat. Sie war der Garant für Wohlstand vor Ort und sie gewährte den Leuten vor Ort eben den Zugang nach Berlin und nach Stettin. Und wir sind jetzt im Jahre 2012 und wenn wir uns die Realität mal angucken, wir diskutieren gerade die Energiewende, wir diskutieren nachhaltiges Wachstum, aber vor Ort auf der Stettiner Bahn haben wir, wie das Herr Schwarze eingangs ja schon erklärte, immer noch mit Kriegsschäden des vergangenen Jahrhunderts. Wir sind nur noch eingleisig, wir sind nicht elektrifiziert und deshalb fordern wir gerade von der Bundesregierung jetzt sie auf zu handeln und die Strecke, die gesamte Strecke zwischen Berlin und Stettin wieder zweigleisig auszubauen, eine gestreckte Geschwindigkeit von 160 auszubauen und zu elektrifizieren. Weil für uns ist die Strecke immer noch ein Synonym für den Wohlstand. Wir leben ja hier in einem landwirtschaftlichen, aber auch ländlich sehr reizvollen Gebiet. Wir haben den Nationalpark unseres Odertal und wir haben unweit von Angerhünde auch das UNESCO-Erbe um Diemerhorst. Und wir denken, wir fordern für unsere Bevölkerung eben den schnellen, auch ökologischen Zugang zur Metropole Berlin und auch zur polnischen Großstadt Stettin und wollen gleichzeitig den Großstädtern uns auch als Naherholungsgebiet andienen. Und deshalb kämpfen wir so für den Erhalt und für den Ausbau dieser Strecke. Vielen Dank. Stefan Zierke, hallo. In der Uckermark möchte ich gleich anschließen, um es auf Kurs zu halten. Vielen Dank, dass Sie und die Organisatoren an der Münde als Haltepunkt gewählt haben, um auf Missstände in der Verkehrsinfrastruktur aufmerksam zu machen. Das hilft uns in der Region als Politiker immer sehr, dass man auch ein größeres Sprachrohr hat. Und gerade der Radtourismus auf der Strecke Berlin-Usedom oder auch Berlin-Stettin ist ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Also wir haben oft Beschwerden, gerade auch von Radtouristen, dass Fahrradfahrer nicht mitgenommen werden oder dass es teilweise nicht möglich ist, mit dem Rad zu fahren. Die Verkehrswege wachsen deutlich zusammen. Wir haben grenzüberschreitende Radverkehre. Das heißt, wir haben den Berlin-Usedom-Stettin-Radweg, wir haben den Oder-Neiße-Radweg, der auf das Stettin geht und perspektivisch überlegen wir auch eine Strecke Berlin-Stettin radtouristisch einzurichten. Das sind zwei sehr interessante Radwege und unser größtes Problem ist, die Radverkehre wieder nach Hause zu kriegen. Radfahrer fahren meist mit der Bahn nach Hause und das ist eigentlich für uns immer das größte Hemmnis, diese Radfahrer, die Urlauber wieder vernünftig nach Hause zu bekommen und dies halt mit der Bahn. Da kämpfen wir auf mehreren Ebenen. Auch der Deutsche Tourismusverband ist bewusst, dass hier die Fahrradmitnahme bei der Deutschen Bahn eher stiefmütterlich behandelt wird, auch in den letzten Jahren. ICE, Fahrradmitnahme in ICE, so sind sie alle, wie es gar nicht funktioniert eigentlich. Wir kommen im Auslandsmarkt nicht weiter beim Radtourismus. Holländer kommen einfach nicht ran mit der Bahn, die nutzen Fernverkehre. Und von daher nochmal wirklich an dieser Stelle vielen Dank, dass Sie durch Ihre Aktion nochmal ein Ausrufezeichen setzen und uns Touristiker etwas unterstützen an unseren politischen Aussagen gegenüber allen Ebenen eigentlich, ob jetzt Land, Bund, Kommune, da spielen ja viele miteinander, um auch den Fahrradtourismus noch attraktiver zu machen und noch für uns natürlich mehr Gäste zu generieren. Dankeschön.
Ganz nicht gerade, jetzt hört ihr mich. Mein Name ist Olaf Theis, ich bin sowohl Kreistags- als auch Stadtabgeordneter hier und Fraktionsvorsitzender. Und es gibt bereits vom Kreistag Uckermark eine Resolution zu dieser Strecke. Wir werden dieses auch in der Stadt initiieren, denn wir sehen es genauso. Dass es nicht nur verkehrspolitisch eine Fehlentscheidung ist, sondern auch zukünftig energiepolitisch und wirtschaftlich für eine Region ein Desaster ist, wenn man einen Standard hat, der vor 100 Jahren schon übertroffen wurde. Das ist einfach ein Skandal. Und ich bedanke mich, dass Sie hier auch mit demonstrieren und Missstände aufmerksam machen. Danke. Ja, danke auch nochmal an den Gegner, die heute hier hergefunden haben, auf den Bahnhofsvorplatz hier in Angermünde. Und ich glaube, es gibt jetzt nochmal sozusagen zum langsamen Ende der Kundgebung nochmal ein bisschen was Musikalisches. Richtig? Ja. Applaus. Entspannt und locker ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und kennenzulernen. Morgen geht es weiter nach Flensburg.